Auf der Orthopädie erwartet Schwester Birgit ihre Kollegin Anna, die eine neue Patientin vorbeibringt. Die Hobbytänzerin wurde vor einer halben Stunde von ihrer besten Freundin in die Notaufnahme eingeliefert. Nun droht ihr allergrößter Lebenstraum zu zerplatzen. Was ist denn passiert? Beim Tanzen umgekriegt. Beim Tanzen? Hingefallen auf das Knie. Auf das Knie und auf den Fuß, wie ich das sehe, ne? Oh ja. Aber ist auch da. Ach, mit dem Absatz. Das sind aber auch Mörderabsätze. Die Patientin hat sich beim Tanztraining verletzt und wie wichtig das Tanzen für sie und ihre Ehe ist und wie dramatisch die Diagnose ausfiel, war hier noch nicht zu erkennen. Ja, bitte. Hallo. So. Hallo. Ich bin der Ehemann. Ah, okay. Bitte schön. Komm. Hast du was? Komm, Eva. Oh, Mensch. Oh, Gott. Was ist denn los jetzt? Alle da jetzt. Nein, der Doktor kommt jetzt. Ach, Mensch. Ne, schauen Sie mal, nehmen Sie mal ein Taschentuch. Ihre schöne Schminke verläuft. Hast du noch was zum Drunterlegen? Mit dir ist alles gut. Ja. Jetzt sind Sie hier und jetzt helfen wir Ihnen, okay? Jetzt brauchen Sie nicht mehr weinen. Ja? Die Bilder haben wir auch schon. Ich möchte doch tanzen. Ja, warten Sie erstmal ab. Wir lassen jetzt erstmal, dass der Arzt noch einmal drauf guckt, ja? Wenn Patienten hier sind, haben wir ganz häufig, dass die weinen. Heimweh nach zu Hause haben, Schmerzen haben, sich hier nicht wohlfühlen. Das kommt ganz häufig vor, gerade bei Frauen noch mehr als bei Männern. Wie viele Absatz haben gereicht? 45-jährige Patientin aus der Notfallambulanz, gerade hochgekommen. Beim Tanzen gestört, umgeknickt, nach rechts und nach vorne aufs Knie gefallen. Und jetzt tut der Fuß weh. Und jetzt tut der Fuß und das Knie weh. Die Bilder sind hier. Eine Frage, weil wir sind Privatpatient. Sind Sie Chefarzt? Nee, ich bin der Dienstarzt. Ja, aber wir bezahlen ja dafür. Ja. Wir kriegen auch eine Chefarztbehandlung. Aber in den Notfallaufnahmen ist es immer günstiger, sich vom Dienstarzt behandeln zu lassen, als auf den Chefarzt zu warten. Na, im Moment müssen wir ein bisschen Zeit gewinnen. Na gut, das weiß man. Die Patientin kam ja aus der Notaufnahme und hatte Röntgenbilder mitgebracht. Da konnte man sehen, dass am Sprunggelenk keine knöcherne Verletzung ist. Die klinische Untersuchung zeigte dann auch, dass sie keinen Verdacht auf einen Bänderriss zum Beispiel hat. Also der Fuß war eigentlich nur verstaucht. Am Kniegelenk sah die Sache etwas anders aus. Da haben wir im Röntgenbild gesehen, dass ein freier Gelenkkörper bestand. Wenn man das Röntgenbild anguckt, sieht man, dass ein kleines, knöchernes Stück frei im Gelenk schwebt sozusagen. Ne? Was eigentlich so frei nicht dahin gehört. Ja? Das heißt, sie sind wahrscheinlich so unglücklich gefallen und aufgekommen, dass dieses kleine knöcherne Stück, so ein Knochenstück, abgesprengt ist. Ja? Und wenn das halt im Gelenk drin bleibt, dann sperrt das Gelenk halt. Ne? Deswegen muss man es wieder rausholen. Ne? Und da muss man gucken, auf dem Wege einer Kniegelenksspiegelung, sprich bei einer Operation, ja, dass man das rausbekommt, dieses Stück, und dass man guckt, wie viel von der Gelenkfläche normal ist. Ja? Ob man sich diesen Verlust, dieses Stückchen leisten kann, oder ob man das wieder festmachen muss. Ja? Ein solcher freier Gelenkkörper durch ein abgesprengtes Knorpel- oder Knochenstück wird sich im Laufe der Zeit abrunden. Durch die Bewegung des Gelenkes und wird später halt als ein rundes Körperchen im Gelenk verbleiben und den Namen Gelenkmaus bekommen. Es ist jedenfalls ein Störfaktor, den man trotzdem, wenn er auf diese Art und Weise entstanden ist, entfernen sollte. Das heißt, wenn man das nicht behandelt, wird irgendwann das Kniegelenk frühzeitig verschleißen, gibt eine Arthrose. Ja? Das Alter dafür haben Sie noch nicht, das würde ich jetzt nicht riskieren. Durch so eine Sache eine Arthrose frühzeitig zu riskieren. Ne? Denn wenn das so ist, wird die Beweglichkeit des Knies eher schlechter werden. Ne? Und wenn Sie das Bein hinterher steif haben wollen, müssen Sie es drin lassen. Ich würde es rausmachen, damit die normale Beweglichkeit wiederhergestellt werden kann. Ja? Also man kann es auch wieder tanzen. Das ist wirklich keine große Geschichte. Kann ich bestimmt wieder tanzen. Bestimmt. Wir müssen halt reingucken. Ne? Ich will Ihnen nichts Falsches versprechen und ich will Ihnen auch keine Angst machen. Wir beobachten das häufig, dass Patienten mit einem Unfallereignis, einer Verletzung am Anfang überhaupt nicht gut zurechtkommen, weil sie die Folgen für ihr weiteres Leben nicht absehen können. Wir hatten den Eindruck, dass die Patientin, wie bei einer Profitänzerin beispielsweise, sehr, sehr darauf angewiesen ist, dass das Kniegelenk funktioniert. Und sie war halt sehr verstört wegen dieser Verletzung. Und wann kann man das machen lassen? Wir würden das vorbereiten und würden das morgen früh machen. Ja? Schon? Ja, sie hat ja Beschwerden so, ne? Wenn man das Knie nicht gerade machen kann. Und würden wir sie jetzt stationär aufnehmen? Wie jetzt sofort?
Ja, sicher. Ja. Sie können ja so nicht nach Hause gehen. Was wollen Sie damit machen? Also das ist das Beste. Wir kriegen hier ein schönes Zimmer. Ja, ich bin privat versichert. Also, komm, da ist das wohl deine Entscheidung, aber ich kann dir nur raten, mach das. Auch wenn es schwerfällt. Anstatt mit ihrem Ehemann über das Tanzparkett zu wirbeln, muss die Patientin fürs Erste mit einem Krankenbett Vorlieb nehmen. Zeitgleich versetzt ein akuter Notfall das Team der Orthopädie in Alarmbereitschaft. Kann ich mal schnell ins Zimmer kommen? Bett nach vorne, ich kriege Luft mehr. Im Zimmer nebenan spielen sich dramatische Szenen ab. Guten Tag. Jo. Was suchen Sie? Was ist passiert? Verstehen Sie mich? Schauen Sie mich mal an. Sie verstehen mich, ne? Ja. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Einfach keine Luft mehr. Sie müssen mal das Mikrofon haben. Ich würde einmal ein Ohr auf die Lunge werfen. Ist besser schon, ne? Können Sie sich einmal aufsetzen? Da der Patient ein Asthma-Spray griffbereit in seinem Kulturbeutel hatte, befürchtet der Stationsarzt, dass dies womöglich kein einmaliger Zwischenfall war. Haben Sie das öfter, wenn Sie das Spray schon dabei haben? Ich bin Allergiker. Wogegen sind Sie allergisch? Gegen Zitrusfrüchte. Und haben Sie was Entsprechendes? Ja. Haben Sie irgendwas gegessen, zitrusfruchtmäßig? Nein. Nee, das haben wir eigentlich auch abgeklärt mit der Küche und allem. Das wissen alle. Ja. Und wie fing das jetzt an? Es kam einfach und wie immer halt. Haben Sie irgendwas anderes, worauf Sie nicht allergisch sind, gegessen, getrunken, geraucht, eingenommen, inhaliert? Ich habe nur was getrunken, also von meinem Bettnachbarn. Nämlich was? Ananassaft. Das ist ja keine Zitrusfrucht. Nee. Eigentlich nicht. Zunächst war nicht klar, worauf dieser Patient allergisch reagiert haben könnte. Es hat sich dann herausgestellt, dass er offensichtlich einen Ananassaft getrunken hatte, von dem er davon ausgegangen war, dass er frei von Zitrussaft ist. Und auf Zitrusfrüchte war er allergisch und deswegen hat er zunächst mal ausgeschlossen, dass das ein Problem darstellen könnte. Er sagt, er hat einen Ananassaft von ihm getrunken. Ja, ich hatte mir heute Mittag ein bisschen Durst, hatte auch was Fruchtiges. Ich habe mir ein bisschen Ananassaft geholt und was anderes. Ist da irgendwas Zitrusfruchtartiges drin? Ist schon Bio drauf. Ist er sagt, er hat eine Zitrusfruchtallergie. Ja, wir hatten drüber gesprochen. Ich hatte ihm aber gesagt, das ist Ananas. Ananas ist so meines Wissens, wir hatten noch mal ein bisschen nachgeguckt, so eigentlich keine Zitrusfrucht. Mhm. Also sind wir davon ausgegangen, dass es ja wohl nicht schlimm sein kann, wenn er dabei ein bisschen was trinkt. Haben Sie die Flasche noch da? Ich wollte gerade sagen, haben Sie die Packung irgendwo? Tüte oder was ist das? Müller mal gepackt. Hier. Arzt und Schwester haben einen bösen Verdacht. Es reicht ein Blick auf die Zutatenliste der Ananaserfrischung und die Sachlage ist klar. Da ist ein Zusatz von Zitrus drin. Dann reicht auch ein bisschen schon aus. Ja. Ich habe gedacht, Ananassaft, steht Bio drauf, ist irgendwie ein direkt Saft. Dann ja, ist aber nochmal ein Unterschied. Das, ja, gut. Aus solchen Fehlern lernt man. Aber ist auch ganz wichtig für Ihre Zukunft, ne, dass Sie darauf achten. Ja, normalerweise weiß ich das ja und ich gucke auch überall drauf. Heute Morgen auch beim Essen noch gleich am Frühstück geguckt, ob alles nicht erst irgendwas dabei ist. Aber jetzt ist besser. Also man kann nur den Rat geben, sich eingehend mit seiner Erkrankung zu beschäftigen und halt gerade bei Lebensmitteln genau zu gucken, welche Inhaltsstoffe da drin sind. Man weiß nicht, was jetzt nur ein, zwei Stunden passiert. Deswegen würde ich Sie da lieber überwacht wissen wollen. Okay. Ja, dann bleibt die Schwester so lange bei Ihnen, bis Sie gleich die Überwachungsstation bringen. Bringen wir Sie gleich auf die Intensiv, ne? Der Mann hatte Glück im Unglück. Es ist kein weiterer Allergieschock aufgetreten. Allerdings will er künftig noch sorgsamer mit seiner Gesundheit umgehen. Am darauffolgenden Morgen steht die OP der gestürzten Hobbytänzerin an. Doch die finden die Schwestern völlig aufgelöst vor. Haben Sie Angst? Das ist super. Das brauchen Sie auch nicht. Ich habe Angst, dass ich nicht mehr tanzen kann und meine Ehe kaputt geht. Warum sollte denn Ihre Ehe kaputt gehen, wenn Sie nicht tanzen können? Wir haben sonst nichts gemacht. Sie müssen mehr haben. Die Kinder sind aus dem Haus. Und das Tanzen hat uns irgendwo wieder zusammengeführt. Sie haben so einen tollen Mann. Ja. Sie haben so wenn ich jetzt nicht mehr tanzen kann. Im Gespräch stellte sich dann raus, dass die Patientin
dass das letzte Kind gerade ausgezogen war. Und dafür gibt es auch einen Namen. Das ist ein sogenanntes Empty-Nest-Syndrom. Und wie das Wort schon sagt, das Kind ist ausgezogen. Und somit war die Frau und der Mann auf sich fixiert, weil das Kind nicht mehr im Hause war. Und das kann dann schon mal zu Veränderung der Gefühlslage führen. Und das hat man bei ihr wirklich ganz deutlich gemerkt. Alles ist gut. Okay. Wir brauchen auch nicht weinen jetzt, ne? Jetzt bleiben Sie mal ganz entspannt. Okay. Ja. Okay. Dann fahren wir mal los. Die Patientin befürchtet, dass sie und ihren Ehemann nur noch das Tanzen verbindet. Deshalb hat sie Angst davor, dass im OP irgendetwas schief geht. Ach, sehen Sie mal, Ihr Mann kommt auch gerade noch. Oh! Ja. Hey, jetzt geht's immer flott. Hier. Sehen Sie, ist Ihr Mann auch noch mal da? Oh, ganz schön. Ich habe eben Kaffee geholt. Wie lange dauert das denn jetzt, die OP ungefähr? Ja, danach noch eine Überwachung. So, geben Sie ihr mal so ein bisschen wieder richtig ansprechbar ist, so 3-4 Stunden. Ja, mit allem. So lange? Ja, aber nee. Erst muss die Narkose eingeleitet werden und nachher in den Aufwachraum. Das ist alles. Dann ist sie dauert. Zwar schon wach, aber dann können Sie noch nicht zu ihr hin. Wach ist sie schneller. Kann ich denn mit runter, da im Aufwachraum? Oder? Bis zum Aufzug jetzt und dann. Sehen Sie, jetzt ist er auch da, Ihr Mann. Ja. Alles gut. Wenn du gleich wieder aufwachst, dann bin ich wieder bei dir. Oh? Ja? Das wird schon. Ich finde, Sie haben echt tollen Mann. Ja, gib mir auch Mühe. Wie es für die Hobbytänzerin und ihre Ehe weitergeht, zeigen die kommenden Stunden. Am frühen Nachmittag ist die Patientin wieder auf Station und bekommt Besuch von Alwin Burger, der sie zusammen mit dem Chefarzt operiert hat. Nur einer fehlt, der Ehemann. Guck mal, da kommt er doch. Hey, da ist er ja. Ach, tut mir leid. Die werden schon vermisst. Wie geht's dir? Och, Mensch. Wie ist die OP verlaufen, Doktor? Alles wie geplant. Ich habe gerade schon gesagt, ein kleines, knöchernes Fragment haben wir rausgeholt. Ja. Der Effekt ist aber nicht von wesentlicher Bedeutung für die Funktion des Kniegelenkes. War halt eingeklemmt, deswegen konnte man sich bewegen. Ist jetzt raus, kann man wieder bewegen. Ach, super. Schönen Dank auch an Ihr Team. Ja. Oh, Mensch. Wir haben schon gesagt, das Tanzen wird wahrscheinlich problemlos weiter möglich sein. Das höre ich gern. Du, ich hatte da eben eine spontane Idee, deswegen komme ich auch jetzt erst. Das hat ein bisschen länger gedauert. Ich hoffe, dass ich dir damit eine kleine Freude machen. Weil du so tapfer warst. Hui, super, neue Tanzschuhe. Die wolltest du schon immer haben. Ach, guck. Oh, die sind aber schick. Für diese Patientin war das gemeinsame Tanzen mit ihrem Mann ein Weg, die Beziehung in Schuss zu halten oder in Schuss zu bringen, nachdem die Kinder aus dem Haus sind. Und sie hatte halt große Ängste, dass jetzt, wenn sie nicht mehr tanzen kann, möglicherweise die Beziehung auch wieder leiden würde. Ich weiß ja nicht, ob du das auch gemerkt hast, aber ich finde, dadurch ist unsere Beziehung und die Ehe, die haben da einen richtigen Kick wieder gekriegt. Also bei mir kribbelt's wieder. Das ist so schön. Genau, deswegen hatte ich ja solche Angst, dass ich nicht mehr tanzen kann. Das war das richtige Stichwort für uns zu verabschieden, denke ich. Ja, genau. Wenn es kribbelt, gehen wir, ne? Ja. Die weitere Behandlung sieht so aus, dass die Patientin bei einer vernünftigen Wundheilung, bei einem abgeschwollenen Kniegelenk, beim Ausbleiben von Schmerzen größerer Art wieder nach Hause kann. Das spielt sich normalerweise innerhalb von 2-3 Tagen ab. Der Chirurg behält recht. 2 Tage nach der erfolgreichen OP durfte die Patientin nach Hause. Sofern weiter alles nach Plan läuft, möchte die 45-Jährige in 8 Wochen das Tanztraining wieder aufnehmen.